Digga! Ich sehe rot. Siehst du auch rot? Oh yeah. Aber was ich viel eher sehe ist... Sonic the Hedgehog 2. Und ich werde ohne Cheats anfangen, aber ich werde die Levelauswahl cheaten, sollte ich irgendwann mal Pause machen oder so. Oder warte, ich mache das mit Save States wieder, wie bei Sonic 1. Definitiv. Und das ist ein Sonic Shadow Fusion, der da labert. Und wer bin ich? Ich weiß nicht, wer bin ich denn? Du bist ein Hund aus der Dunkelheit. Richtig. Aber ich habe auch einen Namen, aber ich glaube, ich muss mich nicht unbedingt mehr vorstellen. Oder ja, du warst bei Sonic 1 die ganze Zeit dabei. Ich habe überall deinen Channel-Link gepostet. Das sollte sich eigentlich eingebürgert haben, wie du bist. Verdammt! Jetzt bin ich ja noch mehr eine gläserne Person, als ich schon bin. Ich weiß ja gar nicht, was man über eine Person alles googeln kann. Allein der Name reicht schon aus und du kannst sonst was rausgucken. Wirklich so. Weißt du, was auch wirklich so ist? Dass es über mich, über meinen Namen eigentlich nichts im Internet zu finden gibt, über meinen richtigen Namen. Den ich jetzt nicht unbedingt verraten werde, meinen Vornamen kennt ihr, das könnt ihr euch selber ausmalen. Okay. Sonic, lauf da hoch, du läufst jetzt da hoch, ich will die Emeralds holen, du läufst jetzt da hoch. Ja, du müsstest nur mal meinen Namen bei YouTube eingeben und ich glaube, einer der ersten Links dürfte der Link zu meinem WoW-Account sein. Ach, scheiße. So. Ja, komisch, ne? Aber, tja. Nicht vergessen, Google owns ja. Gott, wir mal so gar nicht über das Spiel labern, aber ich glaube, das ist bei dem Tugab. Naja, mehr oder weniger Tugab, aber immer so, ne? Ja. Ich will einen verfickten Checkpoint finden, wo ich dann... Ah, da oben ist einer, aber erst will ich die... Yeah. Ich würde kein... Okay, gut, das ist schwierig, würde ich sagen, ich würde kein Risiko eingehen, aber das geht ja gar nicht. Oh ja, Baby. Und mal kurz einen Moment Pause, so sicherheitshalber. Ja, kein Risiko eingehen. Kein Risiko eingehen. Sag bloß vor, du hast vor, dir auf ehrliche Weise alle 7 Emeralds zu holen. Hab ich vor. Und deswegen auch die Safe States. Ich habe keine Lust, 20.000 Mal zu versuchen, diese Emeralds zu holen und dabei ständig in anderen Leveln. Ich meine, das erste ist noch relativ easy, das geht ja nicht. Er hat noch nicht mal Bomben, das erste. Doch, glaub schon. Nee, das erste hat noch keine Bomben. Gut, ich hätte Tails vielleicht ausmachen sollen. Naja, komm. Was würde Sonic ohne seinen Sidekick machen? Cool! Ja, für die Special Stages gefälligst schaffen, weil Tails springt viel zu spät immer. Ja. Die KI damals war noch nicht so schön. Naja, ja, siehst du, doch Bomben. Ah, okay, gut, das sind doch Bombs. Naja, es hätte aber auch Mist ausgesehen, wenn es synchron mit Sonic gesprungen wäre. Die werden sich da schon was dabei gedacht haben. Das war jetzt nicht so toll, aber naja. Das war realistisch. Aha. Mehr gibt's jetzt nicht. Einmal mehr. Ich mach mir gerne mal meine eigene Stage-Musik, wenn ich nichts höre, sorry. Weißt du, du warst eigentlich ziemlich synchron. Wieso, wie krieg ich das nur immer wieder hin? Eine von 7 Steckdosen. Oh ja. Das Dumme ist nur, dass man in Sonic 2 noch nicht so konkret aussuchen kann, wann man Super Sonic wird, wenn man alle Emeralds hat und 50 Ringe. Wieso nicht? Das bist du bei Sonic 2 ganz einfach. Du springst und wirst Super Sonic, wenn du die Ringe hast. Mm-mm. Du musst einen Doppelsprung machen, trotz allem. Ja, bei Sonic 3, aber hier gibt's keinen Doppelsprung. Ach so. Okay. Sonst wäre ich damit auch schon viel grüner geworden. Hm. Ja, ich esse mal wieder. Verfressene Sau. Gib mir was ab. Eine Mischung aus Standardrott. Eine Nudel, genau, ja, Nudeln sowieso, aber Nudelpizza oder sowas steht da drauf. Zum Gabeln auf jeden Fall. Ja, ich würde gerne was abgeben, aber 500 Kilometer? Naja, ich könnte per Post schicken, aber ich glaube, das wird nicht mehr ankommen. Warte mal, ist das so eine Restaurante-Pizza? Nee, Katzgericht. Ja, tatsächlich, ich wundere mich eigentlich voll, weil
Hier kriege ich ein One-Up, obwohl ich schon mal 100 drin hatte. Warte mal. Wie hast du die Ringe verloren gehabt? Wurdest du getroffen? Nein, ich bin in die Special Stage gegangen. Ach, das zack, das macht sich automatisch auf Null oder was? Yep. Oder aber dafür sind die Ringe, die ich dann eingesammelt habe, auch wieder da. So, da ist wieder was. Das ist der Vorteil. Hier kannst du wirklich, wenn du Ringe hast, sofort die und die Special Stage machen. In Sonic 3, ja, nicht so wirklich. Da brauchst du zwar keinen Ringe, aber hast da halt nur da, da und da so ein Versteck. Warte mal, wo hat's bei mir aufgehört? Ich glaube, ich hatte Probleme ab der vierten. Immer. Ich weiß nicht. Ich werde Sonic 3 wahrscheinlich auch noch machen, deswegen, aber Sonic 3 wird ein Blind-Projekt. Oho. Du hast also mein Let's Play dazu nicht angeguckt? Ich hab mir dein Let's Play angeguckt, aber weißt du, wie lange das her ist? Achso, stimmt. Okay, gut. Die dürfen diese so und so viel to go Anzeige nicht so früh bringen. Da denken wir mal, ey, scheiße, es ist gleich vorbei. Wo krieg ich jetzt noch Ringe her? Wow. There we have a problem. Ja, und da kommt die Scheiße. Ich hasse dieses. Dreh. Ich komm damit sehr gut klar. Zählt's aber nicht. Oh. Apropos Emeralds, die werden, die kann man nicht irgendwie speichern, oder? Nein! Kann man nicht. Wie hast du das da vor? Safe State. Da will ich immer mit Safe State speichern. Na, mach ich doch! Mach ich doch! Wenn ich dann... Lustige oh, Scheiße. Wenn ich dann alle Emeralds habe, was ich hier garantiert ich glaub, nicht schaffe in diesem Teil, zu wenig Ringe, ja. Load Safe State, das lässt mir nicht gefallen. Tada. Diese Special State ist eine von denen, wo ich mir wirklich wünsche, Tails wäre lieber zu Hause geblieben. Oh, jei. Weißt du, was ich mir im Moment gerade wünsche? Einen 3DS-Emulator. Gibt's den noch nicht? Das glaube ich eher nicht so. Und selbst wenn, könnte er logischerweise keinen 3D emulieren. Das ist logisch, ne? Ja, 3D emulieren kann er natürlich nicht, aber 2D anzeigen könnte er eigentlich wohl. Das wäre nicht schlecht, aber ich glaube, da können wir noch ein bisschen drauf warten. Nee, weil es gibt da ein gewisses Spiel, was ich mir zu meinem 3DS gekauft habe, was ich vielleicht Let's Playen würde eventuell. Samurai Warriors Chronicles. Nettes Spiel. Aber egal, ich schweife mal wieder sonst wie ab. Obwohl, naja, das ist ja... Ist ja nichts Neues, ne? Ich höre nur noch, wie es Ring macht. Ja, ich boah, bin ja auch einer. Ich bin ja auch einer von den Trotteln, die über Boxen hören. Ich bedenke, dass das ja die zweite ist. Die zweite Stage. Und hier kommt schon so ein Riu. Ja, zum Glück ist es noch nicht so, dass du wirklich perfekt, wie kann man sagen, springen musst. Ja. Ja, genau, das kommt ja auch noch. In der dritten Stage kommt, glaube ich, dass du wirklich im Kreis, also oben durchrennen musst. Ja. In der vierten musst du dann, glaube ich, auch schon im Sprung abspringen. Oder so. Ja. Das wird richtig arschig. Also ich hab's nie geschafft, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich habe auf jeden Fall, glaube ich, ein Leben gekriegt. Ja, habe ich. Kriegst du immer für 100 Dinger. Nein, das meine ich nicht. Und Continue hast du auf jeden Fall bekommen für das Zweite. Nicht unbedingt. Ich hatte, bevor ich in die Special Stage gegangen bin, nur 6 Leben. Jetzt habe ich 7. Aber du wirst... Nee, ein Continue wirst du bekommen haben. Ich habe aber glaube ich den Sound gehört für Leben erhalten. Ich weiß nicht, wie man hier Continues kriegt, aber ich dachte auch 50 Ringe in Special Stage. Und ich glaube hier kriegt man Continues, wenn man schnell genug ist mit dem Level beenden. Oh, okay. Das kann auch sein. Oder halt mit Punkten. Egal. Oder ich mir im Safe State speichere nach jedem Level, der mir sehr böse erscheint.
meine, ich kenne das Spiel eigentlich wohl. Da werde ich dann Selbstwert machen bei den bösen Leveln und dann war's das. Ah, sechs Bildringe zu wenig, ich glaub's nicht. Hast ja noch einen Checkpoint. Ja. Siehst du es eigentlich flüssig, das Bild, oder? Es ist hakt schon ein bisschen, aber es geht. Unbesiegbarkeit! Leck mich am Arsch, Modus für Arme! So, bevor jetzt irgendwas schief läuft. Welcome to Bonus Stage! Ja, hier weiß ich Gott sei Dank, wie ich mit den Leveln klarkommen soll und vor allen Dingen, wo die meisten Checkpoints sind. Jetzt sieht die Special Stage aber echt schäbig aus. Hässlich. Blöde Farben. Oha. 60 Engel, das wird ein Spaß. Ist aber immer die gleiche Ringeanzahl, ne? Oder? Nein. Die wechselt immer. Ich hatte schon mal alle und das auch nur durch Safe States, also. Ja, das ist schon die Scheiße, ja. Das geht ja noch in Anführungsstrichen. 80 brauchst du, ne? Ja. Nein, 60 waren es. Nee, 60, genau. 110! 60. Das wird schwierig. Das war's danach aber noch nicht, ne? Klar, jetzt bekommt man ein drittes. Konnte man sich hier eigentlich auch schon von Tails tragen lassen? Ich glaube ja, ne? Nee, ich glaube nicht. Der war nur so ein Sidekick, dass man im Einzelspielermodus zu zweit spielen konnte. Das war auch episch. Das war ein Ring. Arschknapp. Ja. 160. Wie hast du die gerade alle aufgehoben? Ich bin in der Linie. Wow! Okay, also ich glaube, ich bin dafür, dass du Tails raushaust. Ja, das seine Treffer auch zählen. Ja, 9 Ringe noch. Komm schon! Da, nö! Keine Steckdose für dich. Sag ich aber nicht. Nochmal. Es gibt natürlich ein paar nette Sonic Hacks, wo man auch Sonic 3 hat. Also Sonic 3 Menü und Sonic 3 Sonic Sprites in diesem Sonic 2. Die Sprites von Sonic haben sich nie wirklich verändert, von 2 auf 3. Ja, aber es ist trotzdem ein ziemlich gut großer Unterschied. Eigentlich. Ja doch, man sieht den Unterschied sehr deutlich eigentlich. Ja, ist noch ein bisschen... Von Sonic 1 zu Sonic 2 haben sich fast nichts geändert. Das stimmt. Die haben in der Laufanimation irgendwas getan. So, mein Tails, wann hast du die Ringe aufgesammelt? Hier kann ich Gott sei Dank stehen bleiben. Das muss man aber auch erstmal wissen. Oh ja. Tudum. Ein Ring! Nein, das darf nicht wahr sein! Ein verfickter Ring! Und das nur wegen Tails. Naja, aber neues.